Ja, Herr Kohr, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind bei diesem herrlichen Wetter. Hätten Sie eigentlich was Besseres zu tun? Ich freue mich ganz besonders, dass der Herr Bomhardt gekommen ist, weil er dann den zweiten Teil, nämlich den Wiederaufbau, authentisch berichten kann, während ich den traurigen Teil habe, den Einsturz, den ich aber auch kurz machen möchte. Sie wissen ja, dass die Kongresshalle, wir haben es schon gehört, und da steht 57 fertig wurde und 1980 nach 23 Jahren traurigerweise eingestürzt ist. Und ich will kurz versuchen zu erklären, wie es dazu kam. Also schon dieses Bild, was die fertige Schale zeigt, vermittelt einem ja ein bisschen ein seltsames Gefühl. Ist irgendwie so kippelig da. Man hat das Gefühl, die müsste jetzt nach rechts oder links umkippen. Aber sie tut es da, hat es da noch nicht getan und auch nicht ganz getan. Wir sehen hier die fertige Halle in den 60er Jahren. Sie sehen diese schön auskragenden Bögen, aber auch, dass das irgendwie nicht ganz konsequent ist, weil dann diese Bögen hier in einem Punkt enden und man weiß gar nicht so richtig, warum und wie das Ding überhaupt stehen bleibt. Und dann hat es eben tatsächlich sich auch gerecht an dieser etwas zweifelhaften Konstruktion und ist der vordere Bogen, südliche Bogen und nur der eingestürzt, das Dach über dem Auditorium und der hintere Bogen ist stehen geblieben. Und das ist der Ausgangspunkt, ganz kurz zusammengefasst, des Entwurfes. Es gab einen Professor Stubbins aus Boston, Massachusetts und einen Ingenieur Severud aus New York. Und die beiden haben den Auftrag der Vereinigten Staaten übernommen, für Deutschland eine Halle zu bauen, eine Spende zu machen, nämlich diese Kongresshalle. Und sie haben diese linke Halle, die Sie hier in der Perspektive und hier im Querschnitt sehen, haben diese Halle vorgeschlagen. So wollen wir es bauen. Und dann haben natürlich, Gott sei Dank, die deutschen Ingenieure gesagt, um Himmels Willen, das geht doch nicht, das fällt um. Und die haben gesagt, wir haben in Amerika eine Rallye-Arena, die zeigt, dass man mit solchen Bögen ganz wunderschöne Hallen bauen kann. Aber sie haben nicht verschwiegen, dass bei dieser Halle in Rallye, dass da die Randträger unterstützt sind, sodass die frei aufliegen, dass die in einer Ebene liegen und dass dann dazwischen ein Seilnetz gespannt ist, das dann durch Wind in Schwingungen kam und deshalb hier abgespannt ist. Also das ist eine ganz andere Lösung, die ist wunderschön, ist traumhaft schön, hat aber mit dem, was sie uns nach Deutschland liefern wollten, überhaupt nichts zu tun. Da muss ich jetzt eine kleine persönliche Geschichte einflechten. Ich war Student 1954 und habe in Ankara in der Türkei ein Praktikum gemacht. Und dann bin ich eines schönen Abends in eine Buchhandlung gegangen und in der Buchhandlung lag dieses Buch aus. Das hängende Dach von Freiautor, 1957 in Ankara. Und ich habe mich dann erkundigt, was kostet, es war tödlich, 40 D-Mark damals, das hatte ich gar nicht. Aber ich habe mich entschlossen, es zu kaufen und habe es auf der weiteren Reise durch Libanon und durch Ägypten auswendig gelernt. Und wie ich zurückkam nach Berlin, nach Deutschland, bin ich sofort zu diesem Freiautor da gegangen und habe dem erzählt, dass ich das gelesen habe. Und daraus ist dann eine Zusammenarbeit bis hin zum Olympiadach entstanden. Also es ist eigenartig, was manchmal einen bewegen kann. Und das war also für mich der Beginn des Leichtbaues mittels Freiautor. Die Antwort auf diesen Vorschlag links, auf dem die amerikanischen Architekten bestanden, war nun einerseits eine Halle, bei der die beiden auskragenden Bögen eingespannt sind und die dann natürlich bei Wind von links oder Schnee auch rechts einen riesen Einspannmoment bekommen und das nicht verarbeiten können. Und jetzt machen wir einen riesengroßen Sprung, was dann die deutschen Ingenieure unter diesem Druck von den Amerikanern und den Kosten und vor allem der Zeit, was die daraus gemacht haben. Die haben tatsächlich diese beiden Randbögen aufgenommen, die dann hier unten sich vereinigten in einem Gelenkpunkt und die so auf diese Weise natürlich einfach runterfallen würden. Und die haben dann einen inneren Randbogen gemacht,
entlang dem Auditorium. Also in diesem Raum hier ist das Auditorium untergebracht. Und um dieses Auditorium auszusteifen, haben sie einen zweiten Ringbalken hier angebracht und diesen Ringbalken über ein dünnes Betondach mit dem Randbogen verbunden, sodass auf diese Weise die Stabilisierung zustande kam. Wobei besonders zu beachten ist, dass in diesem Bereich Wände sind, die sich halt dort wiederholen und dass dank dieser Wände es möglich ist, dass die Halle stehen bleibt. So, das Bild zeigt ungefähr, wie die Stabilität zustande kommt. Wenn ich zwei Bögen habe, die hier gelenkig gelagert sind, wenn ich dazwischen ein Dach habe mit einer Horizontalkraft und wenn ich dann asymmetrische Belastung habe, also hier nach unten und hier nach oben, dass dann über diese Scheibe eine Stabilisierung zustande kommt, wie Sie es hier sehen. Und das ist eigentlich die Antwort dann auf die Lösung für kurzen Bild einfach zur Auflockerung, die Einrüstung und die Ausschalung. Und dieses Bild möchte ich doch auch noch aus persönlichem Grund nennen. Ich war, wie Sie gerade gehört haben, von 55 bis 59 Student an der TU hier in Berlin. Und weil ich mein Geld verdienen musste als Hiwi bei Professor Köpke, bei meinem hochgeehrten Chef Köpke als Hiwi gearbeitet und mir damit mein Studium verdient. Und Köpke war so freundlich, dass er seine Hiwis auf die Baustelle musste als Prüfingenieur mitgenommen hat, um ihnen die Baustelle zu zeigen. Und so müsste es eigentlich ein Foto geben, wo hier an der Stelle ein gewisser Jörg Schleich und hier ein gewisser Werner Köpke stehen. Und die haben beide so gemacht, um zu zeigen, wie diese Halle da sich bewegt und wie weich und elegant sie ist. Und das war also das Erlebnis mit Köpke, mit dem ich sehr eng verbunden war. Gott sei Dank ist der, Gott sei Dank ist der 2 Jahre vor dem Einsturz gestorben. Denn ich glaube, den Einsturz hätte der hochanständige Mensch nicht überlebt. Das hätte ihn, glaube ich, umgebracht. Aber die Frage brauchen wir uns nicht zu stellen. Also für mich hat die Kongresshalle auch einen gewissen persönlichen Bedeutung. So, das ist also die erste Halle, wie sie fertig gebaut wurde, wie sie dasteht. Man kann nicht leugnen, dass die Auskragung dieser Randbögen doch sehr elegant ist und dass die Halle doch schöner aussieht, als man sich ursprünglich erwartet hat. Also eine schlechte Konstruktion, es ist eine schlechte, eine übertriebene Konstruktion. Eine schlechte Konstruktion kann leider auch gelegentlich zu guten gestalterischen Lösungen führen. Und da sehen wir also nochmals das Bild von der Gesamthalle. Und ich möchte vielleicht auf eines hinweisen, was für mich ziemlich wichtig war, dass Sie hier Springbrunnen sehen, die normalerweise wesentlich höher waren und die ihr Wasser darüber gespritzt haben zu dieser Schale. Also das Bild scheint mir das Informativste zu sein oder eine sehr wichtige Information zu geben. Wir sehen also einmal auf der Innenseite das Auditorium, wir sehen auf der Außenseite den Randbogen, wir sehen den Ringbalken, ist der genannt, und wir sehen, dass die Verbindungen in parallelen Streifen läuft, dass also die Doppelkrümmung gar nicht genützt wird, sondern dass das Dach statisch gesehen einsinnig gekrümmt ist und dass es jetzt ein paar wichtige Querschnittspunkte gibt. Hier sehen wir einen Schnitt hier durch. Dann sehen wir hier den Randbogen, den großen Bogen, ein gigantisches Ding. Und dann hier diese 7 cm Schale, die dann über den Ringbalken mit der Innenwand gekoppelt wird. Und das ist eigentlich das wichtigste Bild, weil daraus versteht man eigentlich jetzt, wie es funktioniert. Also zum Beispiel geht einem Ingenieur schon sofort der kalte Schauer, wenn er diesen Punkt sieht, wenn man einen Hohlkastenbogen mit unendlicher Steifigkeit, gegen den eine 7 cm Schale läuft. Die geringste Bewegung des Bogens wird natürlich in der Schale Risse erzeugen. Und die Risse werden Korrosion zulassen. Und das ist das Problem. So, und hier sehen Sie nun den Randbogen. Sie sehen hier das Dach, sehen den inneren Balken und Sie sehen hier dann den Verlauf des Bogens. Und da sieht man eben, dass die Zugkraft in der Schale
unter 15 Grad ankommt, die Druckkraft des Bogens aus Gleichgewichtsgründen unter 28 Grad ankommt, sodass es eine riesengroße Horizontallast gibt und eine riesengroße Zugkraft gibt, die natürlich zu Zugspannungen und Rissen in dieser Schale, in diesem Bereich führen. Jetzt will ich Sie nicht mit Statik strapazieren, nur so viel. Es gibt, man kann ja erstmal einen Stab nehmen und wenn man den jetzt nach rechts hier festhält und nach unten verschiebt, dann gibt es eine Biegelinie, die gestrichelte Linie. Und wenn ich die jetzt unter Zug setze, wenn ich also zusätzlich Zug drauf bringe, dann zieht es diese schraffierte Biegelinie so ein, dass hier eine riesen Spannungsspitze entsteht und hier eine riesen Spannungsspitze entsteht. Sprich, dass da, wo die Decke einläuft in den Randträger, dass da eine hohe Biegespannung und damit Rissbildung eintreten. Das ist jetzt etwas sehr brutal gezeichnet, aber Sie sehen also links außen den Bogen, Sie sehen dann die Schale mit ihren 7 cm und Sie sehen, wie die unter dieser Bewegung, also unter Temperatureinfluss, wie die sich absenkt und durch dieses Absenken dann hier dieser gewaltige Riss entsteht, dann Wirklichkeit wird etwas verteilt. Dann die Einlauf in den Ringbalken, gibt es dann oben Zug und hier Risse. Und dann ist sehr, sehr häufig, wie man nachher festgestellt hat, sind die Spannglieder teilweise etwas schlampig eingebaut worden, das heißt am unteren Rand, sodass da natürlich nochmals eine Biegestelle und eine Rissbildung erfolgt ist. Ich muss noch erwähnen, dass nach dem Einsturz die BAM untersucht hat, welche Risse schon da waren, bevor die Schale eingestürzt ist. Und da haben wir festgestellt, dass es schon acht gebrochene Stäbe gab, hauptsächlich am Innenrand und weniger am Außenrand. Und dass diese Stäbe sehr stark verrostet waren. Aber man weiß nicht, wann die gebrochen sind. Es könnte sein, kurz nach dem Bau, es könnte aber auch sein, 2-3 Jahre vor dem Einsturz. Auf jeden Fall hätte man das beobachten können. Leider hat man es nicht beobachtet und dann kam eben dieser Totaleinsturz. So, und das ist es dann, dass eben die Schale, der vordere Randbogen, heruntergestürzt ist, als Folge von Rissen entlang diesen Innenrandbögen und dass demzufolge die Schale eben zwei Gründe gibt, wenn man so will, warum die Kongresshalle eingestürzt ist. Der erste, dass ein Architekt eine völlig irrsinnige Forderung den Ingenieuren überstülpt hat und dann ein sehr zweifelhafter, verkrampfter Tragwerksentwurf zustande kommt mit einem komplizierten Kraftfluss, was eben hätte nicht sein müssen. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist eben diese Feinheiten, die Korrosion, die Rissbildung, die Korrosion. Und das muss man vielleicht auch entschuldigen sagen. Wir sind da heute sehr viel weiter, vor 30 Jahren nunmehr, hat man natürlich noch nicht die Vorstellung gehabt von der Rissbildung, von der Korrosion und das Wissen, wie wir das heute haben. Hier sehen Sie auch nochmal, was ja etwas überraschend ist, dass diese Schale nicht zweiachsig dargestellt wurde, sondern dass die aus Randstreifen gebaut wurde in einer Richtung. Und hier sehen Sie noch ein Sammelbild zu.